Moin zusammen und herzlich willkommen bei The Night of the Rabbit. Wir sind wieder zurück am Polarkreis offensichtlich und wir haben diese wunderbare Polarforscherin. Naja, wir haben ihr einen Weihnachtsabend beschert. Daraufhin ist der Portwal aufgetaucht und schöne Szene, einfach eine schöne Szene. Ja, wir haben auch einen weiteren Zauberspruch gelernt, den Hoffnungsschimmer. Nichts. Schade. Naja, wir werden ihn schon noch anwenden können. So, aber erstmal, ich denke, wir haben ja alles getan. Da können wir auch zurückgehen. Und die Motten hatten es uns ja schon angekündigt. Die Nachtfalter, ich nenne sie die Nachtfalter. Siehst du, das Portal ist schon offen. Ja, wir haben ja tatsächlich alles getan. Vorher sprechen wir hier nochmal mit ihmchen. Und? Was meinst du? Sie antwortet nicht. Oh, na nun. Ja, ich denke, wir sind hier einfach fertig. Gut, die Motten haben angekündigt, es wird nichts wieder so sein wie zuvor. Da bin ich mal gespannt. Das war der vierte Zauber. Ich frage mich, ob ich jetzt bald nach Hause kann. Hallo. Du kehrtest aus der Kälte zurück. Gegen sie benötigst du Mondscheins Schutz nicht mehr. Doch sie kann dich nicht vor diesem Flügellosen schützen. Aber das ist doch der Marquis de Hotot. Marquis de Hotot. Marquis de Hotot. In der Welt, aus der wir stammen, hat er einen anderen Namen. Der Kalte. Er war bereit, uns erfrieren zu lassen. Meine Damen, das muss ein Missverständnis sein. Ein lächerliches Missverständnis, für das wir in der Tat gar keine Zeit haben. Wir ziehen fort und du wirst uns nicht aufhalten. Nur zu. Gleite du voran, Hespera. Jerry, du bist ein Falter. Auch wenn man deine Flügel... Du hast dafür gesorgt, dass wir genug Nahrung haben, um unsere Hohepriesterin an einem sicheren Ort aufzuziehen. Sieh mir in die Augen. Er wird dein Vertrauen missbrauchen. Ein Abgrund wird sich auftun mit dem ersten Versprechen, dass der Kalte bricht. Der Kalte? Ihr kennt mich doch gar nicht. Jerry, diese Motten kennen mich nicht. Warum haben die Nachtfalter gesagt, dass ich ihnen nicht trauen darf? Das war Unsinn. Beleidigender Unsinn. Jerry, vertrau mir. Wir haben wirklich keine Zeit. Du hast deine vier Zauber gelernt. Nunmehr steht dir deine größte Prüfung bevor. Noch eine Prüfung? Jerry, ich verstehe selbst noch nicht alles, doch eine große Gefahr braut sich zusammen. Ja, ich weiß jetzt, woher die Krähen kommen. Wir können Mauswald helfen. Mauswald? Hier geht es um mehr. Um viel mehr. Ich will nach Hause. Nur mal kurz. Was? Ich will nach Hause. Jerry, du kannst jetzt nicht nach Hause. Aber sie haben gesagt, dass ich bald wieder nach Hause kann. Wenn wir unsere Zeit weiter verschwenden, dann... Ja, was denn? Nein. Nein, das... war der letzte Nagel. Oh nein!
bin wieder groß. Ich bin wieder zu Hause. Das muss dieses Blatt gewesen sein, das der Marquis zurückgelassen hat. Zum Glück. Oh Mann! Aber was ist denn hier passiert? Du liebe Zeit. Tja, wer lügt denn nun und wer sagt die Wahrheit? Wen sollen wir aufhalten? Wer ist denn nun der Böse in diesem Spiel? Tja, diese Frage ist nicht immer so einfach zu beantworten, ne? Sehen wir uns erstmal um. Was? Wer wirft denn alte Kühlschränke in unseren Wald? Und wo ist die schlafende Kröte? Das Portal nach Mauswald ist noch einen Spalt geöffnet. Habe ich es falsch benutzt? Wenn der Marquis nur hier wäre, um mir zu helfen. Tja. Ja. Kühlschränke. Gut. Er will nach Hause. Also gehen wir doch dort mal hin. Was ist denn hier passiert? Ich bekomme Magenschmerzen. Oh, meine Güte, die Zerstörung setzt sich fort. Warum sollte denn hier jemand die ganzen Bäume absägen? Was soll das? Sieht aus wie eine große graue Welle, die auf mich zurollt. Aber meine Schule ist noch da. Können wir auch hier mit den Steinen sprechen? Das ist doch meine Nuss. Ich kann nicht so gut sehen. So unkümmerig. Nichts, was wachsen will. Das war eine Idee. Sieh mal ein Schild. Baustelle? Aber hier wohnen wir doch. Ja, guck erst mal, wie das Haus aussieht. Oder wären noch mehr Figuren gewesen? Oh nein! Oh, nein! 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 Was ist hier passiert? Du meine Güte. Jemand hat die Wäsche abgenommen. Mama? Sie muss doch irgendwo hier sein. Mutti! Oh nein! Haus. Es sieht alles so anders aus. Wie kann das sein? Mutti! Sie muss doch irgendwo hier sein. Es wird nichts mehr so sein, wie es war. Das bin ich. Verzweifelt gesucht wird Jeremias Haselnuss. Seit 8 Monaten verschwunden. Seit 8 Monaten verschwunden? Oh nein!
Tja. Ich erkenne dich. Was ist hier passiert, Zwerg? Das heilt sehr viel. So lange warst du fort. Zu spät zum Abendessen. Aber ich... Zu spät für einen guten Nachtkuss. Er hat versprochen, dass ich rechtzeitig zurück bin. Zu spät für die Schule. Der Marquis hat gesagt, dass ich rechtzeitig zurück bin. Zu spät für die Schule. Ich sah sie vor vielen Jahren. Ein letztes Mal wartete sie hier. Ich hörte sie. Wo bist du nur, mein kleiner Schatz? Verzeih mir, doch ich muss fort. Ohne dich kann ich hier nicht bleiben. Verzeih mir. Bitte. Und vergiss mich nicht. Mama. Vergiss mich nicht, mein Sohn. Mehr weiß ich nicht. Er hat's versprochen. Grauenhafte Realität. Komm, das hilft uns nicht weiter. Hoffnung, das ist es, was du brauchst. An einem Sommerferientag ist alles möglich. Wo bist du nur, mein kleiner Schatz? Keine Sorge, Jerry. Alles, was verloren geht, wird wieder auftauchen. In dunkelster Nacht, schwarz und kalt, kann man die Sterne am besten sehen. Wusstest du das, Jerry? Jerry! Aufstehen, du Schlafmütze! Ein einzelner Hüpfer, sag ich immer, ist nicht so schwer. Und viele Hüpfer zusammen können dich überall hinbringen. Aber wir können auch mein Fahrrad nehmen. Du musst den Bann brechen. Du allein kannst ihn aufhalten. Ich werde rechtzeitig zum Abendessen da sein, Mutti. Versprochen. An einem Sommerferientag ist alles möglich. Und ich habe zwei davon. Ich muss zurück nach Mauswald. Der alte Magier weiß sicher, was zu tun ist. Ja. Es ist ganz zugewachsen. Zurück. Zurück zum alten Magier. Dem Magier von Mauswald. Aber erst einmal... Wow. Erst einmal unterhalten wir uns ja auch hier mit den Statuen. Oh, er ist zurück. Wie kann das sein? Kann er verstehen, was hier geschehen ist? Ich kann es nicht. Der andere Mensch. Der andere? Eine Frau. Sie hat auf dich gewartet. Doch jetzt haben wir sie lange nicht gesehen. Meint ihr, er hat verstanden? Er hat keine andere Wahl. Er hat keine andere Wahl. Wir gehen zurück nach Mauswald. Aber erst mal. Ich bin so müde. Wer kann da
wir so einen langen Schlaf haben. Hoffentlich ist es bald vorbei. Aber kann uns die Mauer auch etwas erzählen? Dort ist es ganz anders geworden. Und hier wird es auch anders. Und ich dazwischen. Ja. Wir gehen zurück nach Mauswald. Können wir den Pilz kreisen? Mit grünem Wuchs? Nichts. Da ist wohl nichts, was wachsen will. Das war ein Versuch. Gut, wir gehen zurück. Das Portal nach Mauswald ist noch einen Spalt geöffnet. Mal sehen. Ich bin Jerry Haselnuss, Schüler des Marquis de Hautot. Ich werde nach Mauswald zurückkehren, um das zu korrigieren, was falsch gelaufen ist. Was auch immer das sein mag. Es hat funktioniert! Oh Mann, kein Wunder, dass der Marquis immer so komisch redet. Damit kann man sogar Portale öffnen. Was uns da wohl erwartet. Jerry! Du bist also wirklich ein Baumläufer? Die Geschichten sind also wahr. Ich wusste ja, dass du was Besonderes bist. Ich bin nur ein einfacher Junge. Jerry, wir brauchen deine Hilfe. Die meisten der Bewohner von Mauswald sind in einen tiefen Schlaf gefallen. Es passierte, nachdem sie mit den seltsamen Fremden gesprochen haben. Fremden? Zuerst dachte ich, es seien Menschen. Aber es waren wohl doch Masken. Die habe ich auch schon getroffen. Der alte Magier vom Stadtrand hat einen von ihnen in einer magischen Flasche eingesperrt. Doch ein paar andere von ihnen treiben sich noch im Mauswald herum. Wo ist der alte Magier jetzt? Ich muss ihn sprechen. Er ist nach Hause gegangen, um noch mehr von seinen Flaschen zu holen. Aber jetzt ist er auch verschwunden. Keine Sorge, ich werde ihn suchen. Pass auf dich auf, Jerry. Sonst werden die Fremden dich auch einschlafen lassen. Sei auf der Hut. Du auch, Plato. Ich werde Anja suchen. Hoffentlich geht es ihr gut. Gut. Erfahren wir noch mehr von ihm? Wo ist der alte Mann? Ich muss ihn sprechen. Er ist nach Hauptarbeit. Okay. Ja, keine gut. Sorge. Ich werde. Pass auf dich. Sonst sei auf. Du auch, Plato. Ich. Hoffentlich. Ja. Haben wir eigentlich irgendeinen Zauber, mit dem wir hier etwas machen können? Was für eine seltsame Statue. Da steckt ein kleines Steingesicht im leuchtenden Kristall. Und eine Art von Bernstein-Ding. Ich höre einen feinen Ton. Ganz, ganz leise. Als ob man leicht gegen ein Glas geschnipst hat. Irgendetwas. Die Glocke vielleicht. Da passe ich besser gut drauf auf. Ah, okay. Gut. Hoffnung? Nichts. Schade. Na schön. Das Felsflüstern. Da steckt ein kleines Steingesicht. Ja. Ich höre ganz als okay. Ob... Im Moment können wir hier also wohl nichts mehr tun. Zum Haus des Magiers. Wir brauchen jemanden, der uns einen Tipp gibt. Mach's gut, Plato. Sollten wir sie ansprechen? Warum eigentlich nicht? Yum, yum.
Wald. Sieht mal, da ist, hier hängen auch die Poster von Zarow. Der steckt doch dahinter. Der große Zarow. Erleben Sie den größten Illusionisten unserer Zeit. Komisch. Die Poster waren doch vorher noch nicht da. Nein. Es ist alles dasselbe. Mögliche. Okay. Oh, sieh mal an. Nein, nein. Es ist in Ordnung, wenn ich meinen Garten verkaufe. Sie sind sicher. Doch, ich sehe es in Ihren Augen. Sie sind sich Ihrer Sache sicher. Und Sie sollen es nicht bereuen. Denn meine Tinktur ist die Lösung für jedwedes Problem, das diese Stadt hat. Eines Ihrer Probleme nehme ich Ihnen ab. Die Last Ihres eigenen Gartens. Sie ruht nun nicht mehr auf Ihren Schultern. Oh, nun gib mir schon die Flasche. Eine Flasche für den Hasen. Der Preis? Sein Garten. Treten Sie näher. Noch eine. Es gibt doch Unglück in meinem Leben. So viel Pech. Mach das weg. Der Hase hat gerade seinen Garten verkauft? Da stimmt doch was nicht. Okay. Was ist das denn für ein Z-Zauf? Das sind viele Flaschen. Aber wenn der Hase so weitermacht, sind die bald alle verkauft. Und er ist seinen ganzen, alles eben los. Hatten Sie schon einmal einen dieser Tage, an dem Sie sich unerfüllt fühlten? Ich habe eine Medizin dagegen. Das Wunderelixier verbreitet sich über Ihre Nase im ganzen Körper. Schon nach ein paar Flaschen werden Sie merken, wie sich das Glück zu Ihren Gunsten wendet. Riechen Sie heute an einer Flasche und wir verändern Ihr Morgen. Tritt näher, kleiner Junge. Du willst doch sicher auch den großen Zarow sehen. Den Illusionisten. Möglich. Und der Schmerz, nicht zu wissen wie, zerrt dich auf. Eigentlich nicht. Was? Der Bann wirkt bei dir nicht. Dann sieh zu, dass du Land gewinnst, bevor ich dich bei lebendigem Leibe verschlinge, Menschenkind. Ich hab keine Angst vor dir, du maskierter Pausenclown. Verzieh dich, ich war als Erster hier. Jede Flasche hat ihren Preis. Das ist mir egal. Sie sind sicher. Doch, ich sehe es in Ihren Augen. Sie sind sich Ihrer Sache sicher. Und Sie sollen es nicht bereuen. Denn meine Tinktur ist die Lösung für jedwedes Problem, das diese Stadt hat. Eines Ihrer Probleme nehme ich Ihnen ab. Nun gib mir schon die Flasche. Eine Flasche für den Hasen. Ich glaube nicht, dass das gesund ist. Verzieh dich. Das ist ja fast wie eine Droge. Was soll das? Treten Sie näher. Entschuldigung, aber... Verzieh dich. Ich war als Erster hier. Haben Sie wirklich gerade Ihren Garten verkauft für eine Flasche Glückselixier? Ein angemessener Preis, um den Schmerz und das Unglück zu lindern. Schmerz und Unglück? Wieso soll ihn sein Garten unglücklich gemacht haben? Bist du etwa blind? Hast du nicht die Poster gesehen? Was nützt mir ein Garten oder überhaupt irgendwas, wenn ich den großen Illusionisten nicht sehen kann? Der große Zarow. Aber ich habe keine Karte bekommen. Was für ein Unglück. Und wo findet die Vorführung nur statt? Das habe ich mich auch schon gefragt. Wünschtest du nicht, jemand hätte eine Heilung dafür? Wir sind angekommen. Wir werden die Lösung sein. Was für ein Schwachsinn.
Treten Sie näher. Halt die Klappe. Hatten Sie schon einmal einen dieser Tage, der Hase hat schon eine ganze Menge von dem Elixier interessiert. Ja, du der verkauft noch seine Großmutter für das Zeug. Den Eindruck habe ich allerdings auch. Wir müssen sofort zum Haus. Ach, warum kann ich mir das nicht merken? Da ging's ja noch, ne? Zum Haus des Magels. Den muss unbedingt Einhalt geboten werden. Oh, Lese, natürlich. Ich bin natürlich falsch abgebogen. War ja klar. Müssten wir auch erst noch den anderen sehen? Nein, wir brauchen da drückt sich wohl jemand vor dem Abwasch. Ja. Zu den Randbereichen. Oh, hallo. Hey, Edith. Bist du in Ordnung? So niedlich hier. Hast du meine Handtasche gesehen? Nein. Ich will sie gegen eine Eintrittskarte für den großen Zarauf eintauschen. Was? Die Siegelbrüder haben auch schon eine. Da muss ich hin. Aber du hast doch so lange auf deine Tasche gewartet. Ach was, du hast keine Ahnung. Du bist langweilig. Geh weg. Oh nein, sie haben dich auch schon. Was haben die nur mit den Leuten hier gemacht? Gesehen haben wir es schon alles. Wir müssen zum Magier. Wir brauchen die Hilfe. Okay. Hat sich hier irgendwas verändert? Ach. Wanda. Oh. Hallo? Wink. Ist jemand da? Wo ist der alte Magier nur hin? Oh, guck mal. Oh nein. Hallöchen. Moment mal. Ist das nicht... Oh. Wie bin ich denn hier hochgekommen? Ich war das. Was machen Sie denn in der Flasche? Hilf mir hier raus. Aber wie? Zerbrich das Kristall. Das ist eine gute Idee, aber da waren wir schon bei diesen Kristallen am Portalbaum nicht besonders erfolgreich. Was ist denn? Das ist nämlich die wahre Gestalt von diesen... Die Maske kenne ich doch. So seht ihr also wirklich aus. Oh. Hm. Nichtsdestotrotz, auch wenn die das hier, ja, beschleunigt haben, verursacht haben, da steckt doch noch jemand dahinter. Säckchen. Prall gefüllt mit irgendwas. Die Naht platzt fast schon auf. Können wir dem helfen? Mit dem Nagel zum Beispiel? Irgendwas Scharfes? Oh, ja. Mais. Mais. Also gut. Nice. Das nehme ich mit. Okay. Noch irgendwas Hilfreiches? Das Blatt. Wie seltsam. Sieht fast aus, als ob sein Gesicht darauf zu sehen ist. Stimmt, jetzt wo du sagst. Ja, das stimmt tatsächlich. Okay, was noch? Etui. Ein Monokel? Entschuldigung. Oh, Verzeihung. So, wie kriege ich dich jetzt aber hier raus? Blick vom Regal aus. Oh, ganz schön tief. Oh, meine Güte. Warte mal, können wir das Maiskorn mit dem Monokel, können wir das ja vielleicht zum Ploppen bringen, Popcorn. Aber inwieweit hilft ihm das hier? Das klappt so nicht. Nee, das denke ich auch. So, kriegen wir dann noch mehr? Mais. Okay, hilft nicht weiter. Ist da noch mehr drin? Leer. Oh, okay. Gut, können wir denn mit dem... Der Nagel ist weg. Okay, haben wir irgendwas am Zaubern?
was uns helfen könnte. Ach hier, der Grünwuchs könnte uns auch helfen. Ist der... Nee. Blick vom Regal aus. Wir können hier nicht nirgendwo weiter hingehen, ne? Tja. Sag doch mal. Hilf mir hier raus! Hilf mir hier raus! Ja. Aber wie? Zerbrich! Das Kristall! Okay, hast du irgendwie eine Idee, wie ich das machen kann? Wir kommen nicht an die Korken hin ran. Hilft uns nicht. Tja. Das bringt nichts. Warte mal, von... Sieht fast aus, als ob das Regal bald auseinanderfällt. Bald, aber noch nicht. Wir schubsen ihn vom Regal, das ist es. Ha! So. Maiskorn in Position. Ja. Und jetzt? Jetzt gibt's Popcorn. Die Sonne beleuchtet das Maiskorn so dramatisch. Danke für den Tipp, aber bin ich schon drauf gekommen, du. Okay. Halt dich gut fest. Squamata ist über Mauswald gekommen. Mir ist es gelungen, einen von ihnen in eine Bandflasche zu sperren. Doch dann habe ich mich selbst ins Kristall verbannt. Squamata. Ein Konsortium von Echsen. Sie haben schon viele Welten heimgesucht. Doch sie reisen diesmal im Schatten eines viel größeren Unheils. Ja, der Marquis ist verschwunden. Und mein Zuhause auch. Der Marquis. Darum also. Etwas Dunkles hat sich im Herz des Portalsystems festgesetzt. Ich werde versuchen, mehr darüber in Erfahrung zu bringen. Um Mauswald zu helfen und nach Hause zurückzukehren, musst du mir die Echsen bringen. Nimm diese Bannflaschen. So, denk dran. Die Echsen selbst müssen sie öffnen. Sonst ergeht es dir wie mir. Und Mauswald und dein Zuhause sind verloren. Okay, verstehe. Gut, also die Echsen bringen. Aber die... ich weiß nicht. Und die Sache mit dem Marquis... Ja, okay, der scheint uns beflunkert zu haben. Der hat den Motten nicht geholfen. Aber der... Wir haben ja die Anfangsszene gesehen. Da ist er... Er hat sein Gedächtnis verloren. Er ist zwischen den Welten hin und her gewandert. Er war auf der Suche nach seiner Geschichte. Ich weiß nicht, was ist das? Ich glaube nicht, dass es so einfach ist. Okay, also. Ja, wir müssen zur Stadtmitte zurück. Wir müssen die Echsen finden. Aber, oh, ja, okay, gut. War auch verkehrt. Alles klar. Die Wache hat auch ihren Posten verlassen. So, wie kriegen wir ihn jetzt dazu? Er muss die Flasche selber öffnen. Okay. Nee, er darf die Flasche nicht öffnen. Er muss es tun. Oh, ich habe eine Idee. Könnte das funktionieren? Hatten Sie schon einmal einen dieser Tage, an denen Sie sich unerfüllt fühlten? Ich werde versuchen, ihm die Flasche hinter seinem Rücken unterzujubeln. Mal sehen, ob's klappt. Jetzt will ich aber auch eine Flasche haben. Ich war als erster hier. Jede Flasche hat ihren Preis. Das ist mir egal.
Und sie sollen es nicht bereuen. Denn meine Tinktur ist die Lösung für jedwedes Problem, das diese Stadt hat. Eine Flasche für den Hasen. Und wie funktioniert das nochmal? Das Wunderelixier verbreitet sich über ihre Nase im ganzen Körper. Oh, der Korken sitzt aber fest. Aber wenn ich mit dem Daumen etwas nachhelfe... Ich habe ihn in einer Flasche eingesperrt. Wie passend. Das ist ihm... Was hast du getan? Ich werde... Das ist eine Eintrittskarte. Endlich! Der große Tarof. Was für eine Show. Und ich. Ich in der ersten Reihe. Es klingt fast, als wäre er da. Als würde er die Zaubervorstellung im Traum besuchen. Wie seltsam. Es muss an der Eintrittskarte da liegen, die die Echse verloren hat. Da lasse ich besser die Finger davon. Es ist der Echse auch gar nicht aufgefallen, dass sich diese Flasche so anders anfühlte. Er schläft. Ja. Was für ein Schuh. In der ersten Reihe. Klingt fast, als wäre er da. Als würde er die Zaubervorstellung im Traum besuchen. Ja. Wie seltsam. Eintrittskarte? Eine Eintrittskarte für die Zaubervorstellung des großen Zarow. Da lasse ich besser die Finger davon. Als der Hase die Karte gesehen hat, ist er eingeschlafen. Können wir die nicht irgendwo drin einwickeln? Oh, was ist das denn hier? Juckpulver. Ach, die Hagebutte ist weg. Cool. Meine Hagebutten sind endlich getrocknet. Jetzt habe ich Juckpulver. Lass mich raten, was werden wir noch brauchen? Können wir die Eintrittskarte nicht darin... Mit der Nachricht gehe ich lieber vorsichtig um. Ja, okay, schon gut. Aber hier, wie ist es dort? Ich will keine Plakate kleben. Auch nicht für den großen... Ja, ich dachte einfach, dass du sie nicht direkt anfasst, weißt du? Nein, den behalte ich. Okay, schon gut. Also gut, wohin weiter? Ich denke, Edith ist, stand ja niemand bei ihr. Sehen wir jetzt mal nach unseren Freunden. Oh, da ist auch einer. Hat liebe Zeit. Oh, Leute, was ist mit uns los? Mit euch los? Sie schläft auch. Tapferes kleines Mädchen. Das ist sie. Wir werden all die Schrehen bestieren. Er schläft. Zarow. Er war ein guter Kunde. Okay, was der Bann hat seine Wirkung nicht verfehlt. Ach, halt die Klappe. Du willst an mir vorbei? Niemals. Es sei denn, du gibst mir eine Eintrittskarte für den großen Zarow. Ich habe keine. Dann verschwinde. Was? Konrad hat eine bekommen, also will ich auch eine. Aber Konrad hat schon alle Nüsse verkauft. Alle Bücher. Alles. Womit soll ich denn nun meine Karte bezahlen? Lass die Finger davon. Wir werden all die Schrehen bestieren. Du bist gekommen, weil der Schmerz dich aufzehrt. Wie die anderen. Du willst Zarow sehen. Wie die anderen. Aber du bist nur ein Kind. Ein Menschenkind. Ich kann es riechen. Du besitzt keine Wertpapiere. Keine Grundstücke. Nichts. Komm wieder, wenn du ein Gewerbe hast. Irgendetwas, mit dem sich spekulieren lässt. Ich glaube, der nimmt mich nicht ernst. Und der riecht nach Alkohol.
Okay. Können wir irgendetwas tun? Der große Zarow, hellsichtiger Illusionist, bald auch in Ihrer Nähe. Schon wieder Werbung für... Ja. Und dem Konsortium wird wieder der Respekt zukommen, der ihm gebührt. Ach, so ein Blödsinn. Du bist gekommen, wie die... Du willst... Wie die... die in seinen... Möglicherweise. Zarow zu sehen, hat seinen Preis. Oh, da hätte ich nicht so schnell sein sollen. Aber du bist nur ein Kind. Ein Menschenkind. Ich kann es riechen. Du besitzt keine Wertpapiere. Keine Grundstücke. Nichts. Ich habe eine ziemlich große Comicsammlung. Vielleicht später. Im Moment ist mir nach liquiden Kunden. Liquide wie der Shampoos. Komm wieder, wenn du ein Gewerbe hast. Irgendetwas, mit dem sich spekulieren lässt. Ich glaube, der nimmt mich nicht ernst. Stimmt. Und der riecht nach Alkohol. Oh, stimmt. Okay, das war der Hinweis. Alles klar. Er nimmt dich nicht ernst. Aber was, wenn du jemand anderes bist? Mit der Fuchslist. Ich rieche finanziellen Handlungsspielraum. Klar, ich bin so reich. Als ausgebildeter Klempner verdient man nicht schlecht. Du bist gekommen, weil der Schmerz dich aufzehrt. Wie die anderen. Absolut. Du willst Zarow sehen. Wie die anderen. Genau. Dann bist du sicher bereit, einen Vertrag zu unterzeichnen, der mir erlaubt, mit deinem Hab und Gut zu spekulieren. Dann wirst du ihn bald sehen. Den großen Zarow. Zeit. Klar, wo soll ich unterschreiben? Draußen warten 20 Baumläufer, du bist umstellt. Hab doch keine Lust, mit dir zu reden. Tschüss. Keine Ahnung. Wir versuchen es einfach, du bist umstellt. Draußen warten 20 Baumläufer, du bist umstellt. Ihr könnt mir nichts beweisen. Ich warte. Ich glaube dir nicht. Ich bin noch... ganz klar im Kopf. Okay, wo soll ich unterschreiben? Klar, wo soll ich unterschreiben? Ausgezeichnet. Deine Klempnerei gehört mir. Muss ich nicht irgendwo unterschreiben? Es genügt dein Wort. Beim Squamatags, das läuft ja wie am Schnürchen. Jaks. Und jetzt? Wo ist Zarow? Du bist noch immer wach. Bald wirst du schlafen und den großen Zarow sehen. Seine Rache ist unser Triumph. Jetzt müssen meine Brüder mich respektieren. Sie müssen... Also, irgendwas fehlt doch hier. Der Bann wirkt besser, als ich gedacht hätte. Du willst an mir vorbei? Niemals. Es sei denn, du gibst mir eine Eintrittskarte für den großen Zarow. Ich habe keine. Dann verschwinde. Konrad hat eine bekommen, also will ich auch eine. Aber Konrad hat schon alle Nüsse verkauft. Alle Bücher. Alles. Womit soll ich denn nun meine Karte bezahlen? Der Bann wirkt besser, als ich gedacht hätte. Ein Netz mit Nüssen. Für den kleinen Hunger zwischendurch. Konrad meinte, diese Nüsse seien der Stadtschatz. Anscheinend wächst Geld doch an Bäumen. Können wir damit etwas anfangen? Fuchslist. Das habe ich schon gemacht. Oh, okay, gut. Ich habe immer noch eine Menge Geld und so zur Verfügung. Echt schlimm. Du willst Zarow sehen? Ja. Wie die anderen? Immer noch, ja. Der Bann scheint bei ihm langsamer zu wirken. Das soll mich nicht stören. Dann wirst du sicher gerne noch einen Vertrag unterzeichnen. Dann
wirst du ihn bald sehen, den großen Zarov. Sicher, sicher, sicher. Klar, auf einem Band kann man nicht stehen. Ich habe deine Brüder über dich reden hören. Hm. Hab doch keine Lust, mit dir zu reden. Tschüss. Okay, das war verkehrt. Irgendwie müssen wir ihn doch... Ich hab immer noch eine Menge Geld. Echt schlimm. Immer noch. Der Bann, das soll dann den... Irgendwie müssen wir ihn doch aus der Reserve locken können. Ich habe deine Brüder über dich reden gehört. Ich wusste es. Diese hinterhältigen... Warte, ich glaube dir nicht. Oh. Ich bin noch... ganz klar im Kopf. Klar, auf einem Bein kann man nicht stehen. Ich will noch einen Vertrag. Ausgezeichnet. Deine Wertpapiere gehören jetzt auch mir. Das ist zwar blöd, aber so geht das Gespräch doch weiter, oder? Okay, einmal probiere ich es noch. Und jetzt? Du bist noch immer... noch immer wach. Bald wirst du schlafen. Sicher. Und den großen Zarov sehen. Ich glaube, ich habe einen Tee. Müssen wir ihm denn irgendwas Alkoholisches geben? Ich meine. Ich probiere es einfach mal. Besser nicht. Oh, okay. Ja, schon gut. So, was Alkoholisches haben wir aber nicht. Okay. Und alle meine. Ach, ich habe immer noch eine Menge Geld und so zur Verfügung. Einmal probier's noch. Echt schlimm. Du willst Zarov sehen? Ja, sicher. Wie sicher. Die anderen. Immer noch, ja. Der Bann scheint bei ihm langsamer zu wirken. Das soll mich nicht stören. Dann wirst du sicher gerne noch einen Vertrag unterzeichnen. Dann wirst du ihn bald sehen. Den großen. Zarov. Aller guten Dinge sind drei. Noch ein Vertrag, bitte. Der Kurs für Eicheln und Nüsse... Was? Der Kurs für Eicheln und Nüsse ist gerade abgestürzt? Oh, der hat die Nüsse... Es war ja so gut, ihn noch einmal anzusprechen. Also los. Der Kurs für Eicheln und Nüsse ist gerade abgestürzt. Das alles hier war... für die Katz? Ich... mir ist schwindelig. Meine Brüder werden mich auslachen. Alles wertlos. Wir werden auffliegen. Die wollen bestimmt alle Rückabwicklungen. Rette sich, wer kann! Scheint, als sei ihm sein Schaumwein zu Kopf gestiegen. Was war das denn? Sieht fast aus, als hätte er sich gehäutet. Er steckt da drin. Der komische Typ steckt in der Rüstung. Aber wie kriege ich ihn da raus? Na, was für ein Glück, dass gerade da aus den Hagebutten ein Juckpulver geworden ist. Mal sehen, ob das klappt. Ki grinst. Das juckt. Das hat Spaß gemacht. Rate, wo er hin ist. Warum ist es so neblig? Wo ist die Eidechse denn jetzt abgeblieben? Die ist doch hier rausgelaufen. Aber sicher, und wir haben eine super Chance, sie zu erwischen. Kann der mich sehen? Der kann mich sehen. Verflucht! Ich habe mir nichts vorzuwerfen. Rein gar nichts. Nein. So. Bist du jetzt bereit? Los, komm. Wie wär's mit etwas frischem, kaltem Wasser? Wasser? Jenny.
Du guter, guter Junge. Wer muss denn ganze Welten um ihren Besitz prellen, um glücklich zu werden? Wenn doch ein Schluck Wasser aus der Hand eines Geschäftspartners in dir. Nein, eines Freundes. Mich mehr nahmt, als jeder Vertragsabschluss es könnte. Na dann. Hoch, die Tassen. Ich habe die Eidechse eingefangen. Endlich. Genie in the Bottle. Wird einem ja ganz schwindelig von dem Gerede. So viel dummes Zeug. Ja. Gut, alles klar. Geht's unseren Freunden dort gut? Die beiden schlafen noch. Was ist mit ihmchen hier? Du willst an mir vorbei? Ja. Niemals. Es sei denn, du gibst mir eine Eintrittskarte für den großen Zaroff. Ich habe keine. Dann verschwinde. Konrad hat eine bekommen, also will ich auch eine. Aber Konrad hat schon alle Nüsse verkauft. Alle Bücher. Alles. Womit soll ich denn nun meine Karte bezahlen? Sicher. Dem geht's gut. Wir laufen weiter. Oh, ich guck gerade auf die Uhr. Nein, heute laufen wir aber nicht mehr weiter. Vielen Dank fürs schöne Zuschauen. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Zwei von den Echsen haben wir gefangen. Eine müssen wir noch. Und dann müssen wir natürlich auch noch herausfinden, was mit dem Dings, Marquis des Hoto ist. Ja, aber das machen wir alles erst in der nächsten Folge. Also, bis dahin. Macht es gut. Gehabt euch wohl und auf Wiese gehen. Tschüss.